Niklas Hauptmann, bitte nach vorne. Genauso wie Claudia Kammerknecht. Auch du, bitte mal nach vorne. Ihr wisst, was ihr bekommt. Fangen wir an mit Niklas Hauptmann. Wenn man den Namen Hauptmann hört in Dresden, da denkt man zurück an die 80er und 90er, als Ralf Hauptmann hier gekämpft hat, mit Leidenschaft. Er hat für unseren Verein alles gegeben, hat die Knappe in der Hand. Und genauso, Niklas, hast du es auch getan. Du kämpfst, du gibst Vollgas, du hältst deine Knappe hin, du machst, du tust. Und deswegen hast du auch dich entschieden, hier länger zu bleiben. Und vor allem, du hast das ein und das genau auf den Spiel gestellt. Wir haben alle im Dezember gesehen, dass du dich bewiesen hast, nicht nur als Feldspieler, sondern dass du auch mal gerne ins Tor gehen kannst. Und deswegen... Und deswegen haben wir uns überlegt, gibt's den goldenen Handschuh? Thank you.